Moin! Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben auf der Standardkarte. Wir werden jetzt einfach nur mal unsere Fahrzeuge alle zurück zum Hof bringen und aufräumen. Und ab morgen spielen wir auf der Vierfach-Map. Jaha! Alle Fahrzeuge bringen wir vielleicht auch nicht zum Hof, aber zumindest bringen wir die Drescher jetzt zum Hof. Und ja, das wird schon ganz gut werden, glaube ich. Wir haben alle Felder abgeerntet. Stroh ist eben Stroh. Das liegt dann da. Und, wir machen jetzt eine große Kolonne, fahren alle zum Hof. Stellen die Fahrzeuge unter, gucken dann, was wir noch machen können, so ein bisschen von der Produktion her. Und dann wechseln wir, wie gesagt, morgen die Vierfach-Map. Ganz ja, ehrlich gesagt, kaum abwarten. Ich würde auch eher schon wechseln, aber das ging leider nicht. Ja, also, nur damit ihr nochmal, das habe ich schon ein paar Mal gesagt jetzt in den letzten Folgen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Diese Aufnahmesession, also dieses Video und die 5 Videos davor, sind alle entstanden am Samstag nach der Veröffentlichung der Nordfriesischen Marschmap mit Gräben, und heute an diesem Samstag ist irgendwann dann die Version ohne Gräben rausgekommen. Was eben heißt, dass ich noch gar nicht fertig war mit meiner Vorbereitung der Übernahme oder des Wechsels, weil ich wollte eben unbedingt alle Felder abgeerntet haben, damit ich hier nicht unnötig irgendwelche Früchte verschwende, auf Deutsch gesagt. Ja, versteht, was ich meine. Denke ich. So. Licht an. Dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ja, daher seht ihr also das Video praktisch genau 3 Wochen nach Veröffentlichung, seht ihr erst den Wechsel bei mir auf die Vierfach-Map. Ich hatte schon mehrfach gesagt, es liegt einfach daran, dass ich in den nächsten Wochen beruflich gar keine Zeit habe und unterwegs bin. Ja. Daher muss ich jetzt, habe ich jetzt alles vorproduziert und hochgeladen. Ihr könnt euch das angucken. Dann geht das heiter weiter auf der Vierfachkarte. Hat das eigentlich Auswirkungen, ob ich den hochfahre oder nicht? Ist das dann irgendwie so gesichert oder gegen runterfallen? Ah, die habe ich ja gar nicht gesehen, die Leitplanke. Oh. Wie war das? Geht das überhaupt mit Hecklenkung mit dem Follow-Me-Mod? Den fahren wir auch gleich nach Hause. Gucken, ob wir hier so einen
mega. Ein Mega-Konvoi. Alle? Und dann geht's mal los. Baum machen. Und los. Vielleicht kommen wir alle zusammen zu Hause an. Vielleicht auch nicht. Alles sehen. Gibt es ja auch schon eine neue Version von dem Follow Me Mod. Und ich habe hier einfach nur eine alte, weil ich hatte ja zwischendurch immer mal Probleme, dass wir gerade solche Fahrzeuge, die Hecklenkung haben oder Allradlenkung, dass die dann unfahrbar wurden, wenn die irgendwie folgen sollten. Einfach irgendwo gelandet sind, aber nie da, wo man hin wollte. Ja, hier liegen auch immer noch die Grasballen rum. Die lassen wir auch liegen. Und dann an der nächsten Karte wieder. Hoffe ich. Bis jetzt sieht das ja unten in der Übersichtskarte gut aus. Behaupten. Alle folgen sie mir. Was für ein geiles Bild. Was für eine Werbung für die Firma Klaas. Das jetzt auch noch ein Cargos gewesen wäre, meine Herren. So, jetzt muss ich gucken, wie es hier drin aussah. Nennt mich pedantisch. Ich möchte eigentlich die vier ganz hinten in der Ecke stehen haben. Nö. Der steht schon so weit in der Ecke. Nee, dann werden die hier jetzt einfach reingewürfelt. Dann mache ich jetzt. Das ist im Bild. Wahnsinn. Abkoppeln. Einfahren. Ganz einfach. Ganz einfache Sache. Dicht dran. Das sehe. Das war
den Satz mit X. Nächste Drescher. So viel zum Thema Drescher. Lumi aus. So, den haben wir eingeparkt. Jetzt unseren ersten richtig dreckigen Joskin, aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, den noch zu waschen. Da müssen wir jetzt mal mit leben. Das ist eben so. Ja, Entschuldigung. Spät auf die Bremse getreten. Abgelenkt gewesen.
Schneidwerke wegbringen. Müssen ja hier nicht so rumstehen. Werden sie ja auch nicht besser. Außerdem wollen wir eine aufgeräumte Map haben. Wenn wir dann wechseln. Passt das? Passt auch nur, weil da keine Kollision drin ist. Da ist auch der Deckel für einen Ölwechsel. Nein, natürlich nicht. Kanalisation. Rückwärtsgang wollte ich doch einschalten. Kriege ich das noch hin oder kriege ich das nicht hin? Oh. Da ist dann doch eine Kollision. Jetzt mal da gewesen sein, den lassen wir noch mal stehen. Wir haben ja noch mehr, noch einen Drescher. Das fahren wir ab. Mach dich mal leer. Ja, ganz großes Kino. Dann mache ich das eben so. Dann mache ich das eben selber. Nützt ja nichts. Irgendwann können wir hier nochmal in die Produktion reingucken. So, die Kiste läuft.
Und Bierfass läuft auch wieder. Das ist doch schön. Dann können die jetzt hier erstmal rödeln. Erstmal arbeiten. Alles ist gut. Der Drescher. So, den. Das löschen. Daten. Und das Rohr einklappen. Licht anmachen. Und glücklich sein. Alles genau im Zeitplan geklappt, wobei wir auch teilweise echt heftige lange Folgen dabei haben. Muss man schon sagen. Aber so ist das. War eine Ausnahme. Oh! Etwas heftig. Etwas heftige Steuerreaktionen. Den im Lager haben, weil sie auf dem Hof haben, dann war's das. Dann kann man nur noch sagen, Spielstand vernünftig speichern und alles übernehmen. Und dann hoffen, dass das alles so funktioniert. Ja, Follow Me ist an. Natürlich nicht rückwärts. Auch klar. Aber wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach mal hier über den Acker. Ist ja abgeerntet. Kann man ja jetzt mal machen, ne? Das kann man bringen, finde ich. Man muss die Sachen natürlich auch nicht zurückbringen, vernünftig wieder wegstellen. Die werden an der Stelle übernommen, wo wir sie hier abgestellt haben. Aber wenn wir dann schon mit einer größeren Map machen, dann sollen wir auch erstmal mal wieder ein bisschen Ordnung auf dem Hof sein. Mal gucken, ob ich mir noch andere Schneidwerke zulege. Und zwar eigentlich ganz cool, aber es gibt ja auch die Schneidwerke, die einen integrierten Schneidwerkswagen haben, sozusagen. Man darf vielleicht noch ein bisschen flexibler. Mal gucken, ob ich die noch zulege, die hier verkaufe. Oh, ich habe keine leeren Paletten in der Molkerei mehr. Das ist dann wohl Pech. Oh, Zeit ist auch ein bisschen hochgedreht auf 15. Das machen wir eigentlich nicht. Ich meistens mal 5, aber hey. Wo ist das? So, und hier die Einfahrt zum Hof. Und
schon rausgesprungen, während er noch ausrollt. Ab zum Axion. Nein. Du verfolgst mich nicht. Dessen hier rein. So. Da bin ich wieder. War ganz, ganz wichtig. Muss ich leider sagen. Ihr kriegt davon ja nichts mit. Ihr dürft euch nur nicht wundern, dass hier ein kleiner Schnitt drin war. In der Aufzeichnung sozusagen. Mensch, da könnte ich ja fast noch einen hinstellen. So viel Platz ist hier. Und die lassen sich nun auch wirklich gut steuern. Ey. Ruhig, brauche noch. Ausgestiegen. Nächstes hier hinten. Den Wagen weg und den Traktor weg. Dann noch eben das Schneidwerk weg. Und dann war's das mit der Standardkarte. Sag ich Tschüss und bye bye Standardkarte. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den da reingezirkelt kriegen. Mit meinen schlechten Rückwärtsfahrkünsten. Mann! Oh, die falschen Knöpfe. Das war mal nix. Also ohne Trailer Assist hätte ich das jetzt natürlich nicht so schnell hingekriegt. Gebe ich ja zu. Aber egal. Egal. Wo sind denn überhaupt unsere ganzen Traktoren? Die fehlen doch noch.
Also klar, die beiden MB-Trucks weiß ich, wo die sind. Aber... So, jetzt nochmal eben einmal gucken, ob wir noch irgendwo was haben, was da nicht hin soll. Der kann da stehen bleiben, der kann da auch stehen bleiben, der auch. Alles gut, auch alles gut. Achso, da ist er. Da ist der Fendt. Ja, okay. Ja, den können wir aber da stehen lassen. Aber ich guck noch mal eben hier raus, wie das denn hier mit der Produktion ist. Hier wird produziert. Was fehlt hier? Habe ich da erst Raps hingebracht vorhin? Dann auch produziert? Was? Das müsste hier ja. Das kann. Na, egal. Ich sag, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Ja, das war's auf der Standard-Map. Nordfriesische Marsch. Wir speichern das Spiel einfach. Und dann wird das Spiel gleich abgebrochen. Hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar, abonniert mich. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, am Samstag. Und wir dann auf der Vierfach-Map spielen. In diesem Sinne sage ich, ciao.